Wenn wir in Österreich in einen Supermarkt gehen, dann haben wir ein Überangebot an Lebensmitteln. Es ist zwar gut für uns, weil wir auswählen können, aber schlecht für die Umwelt, da dieses Überangebot einerseits zu sehr viel Verpackungsmüll führt und andererseits viele Lebensmittel entsorgt werden, obwohl sie noch genießbar wären. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr in die Natur schauen, denn dort gibt es einen Organismus, der nicht nur in der Lage ist, ein großes Netzwerk auszubilden, sondern auch seine Ressourcen je nach Situation effizient umzuverteilen. Dieser Organismus heißt Physarum polycephalum, der gelbe Schleimpilz. Dieser Organismus besteht aus einer einzigen Zelle, aber mit tausenden von Zellkernen und Membranen, die aufgrund des dynamischen Auf- und Abbaus seines eigenen Netzwerkes in der Lage ist, in schwierigen Situationen Ressourcen umzuverteilen, alternative Routen auszuprobieren und Auswege aus misslichen Situationen zu finden. Erstaunlich ist, dass dieser Einzeller über keinerlei Nervenzellen verfügt und trotzdem eine Art Gedächtnis besitzt, das in der Lage ist, auf neue Reize zu reagieren, daraus zu lernen und sich auch nach einiger Zeit daran zu erinnern. Mit seinem speziellen Gedächtnis zeigt uns der Schleimpilz, dass er die Fähigkeit besitzt, zu lernen und dadurch seine begrenzten Ressourcen effizient und nachhaltig zu nutzen weiß. Vielleicht sollten wir Menschen uns ein Beispiel an unseren Freund Physarum polycephalum nehmen.